Hi Leute, willkommen retour zum nächsten Part mit dem FC Porter Down. Wir haben jetzt ein Ligaspiel und dann habe ich mir gedacht, werden wir vielleicht noch ein bisschen die Leihliste durchschauen, ob wir da vielleicht noch von anderen Clubs irgendwelche Leute leihen können, um uns da noch zu verstärken bis zum Ende des Jahres. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Verstärkung und das idealerweise natürlich kostenlos. Ist nicht ganz so einfach, aber wir schauen jetzt einfach mal auf die nächste Partie. Das ist mal das Wichtigste. McCallum fällt leider gesperrt aus. McNally haben wir jetzt im Moment auf der Transferliste. Das heißt, ja, ich hätte wirklich gern John Robinson. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir das noch irgendwie hinbekommen. Ja, Cooney muss dann in die Innenverteidigung, eh klar. Und dann können wir eigentlich nur, ja, McAllister noch mitnehmen. Und hoffen, dass wir gegen Cliftonville ganz gut abschneiden. Ist wieder ein Gegner, der hinter uns in der Liga platziert ist. Wir sehen Cliftonville auf der 9, 10 Punkte sind wir vorne, aber ja, heißt halt wie immer nichts, also wir tun uns ja grundsätzlich wirklich leichter gegen stärkere Gegner irgendwie, weil da der Druck halt echt nicht auf uns liegt. Gut, ansonsten, vielleicht noch, ob ich Johnny Best spielen lassen soll, vielleicht statt Gallagher, der zuletzt wieder nicht ganz so gut gespielt hat. Die haben auch eine Connection, das ist ganz gut. Gallagher auf der Bank. Tipton oder Taggart. Taggart macht sich ganz gut im Moment. Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass wir den nächsten Dreier einfahren können. Mit einem Punkt gegen Cliftonville auswärts könnten wir wahrscheinlich auch leben. Liefert für die Fans ein tolles Spiel ab. Knowles weiß genau, dass keine Fans dabei sind, deswegen mag er die Ansprache scheinbar nicht, dass sie nicht wir. So. Oh, verdammt. So unpräzise. Hatte Beste nicht immer schon schwarze Haare? Oder war der beim Friseur? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Gut. Parker schaut so klein aus irgendwie im Spiel. Gut, er ist auch nicht der Größte. Aber trotzdem ein ganz wichtiger Mann für uns. Ich habe zuletzt relativ viel Malaga aufgenommen. Letzte Aufnahme hier ist, glaube ich, schon 8 Tage her. Und wow. 1-0. Was für eine Szene. Was ist denn da jetzt wieder passiert? Also die kommt extrem gefährlich auf den kurzen Pfosten. Und da ist einfach Chaos pur. Und dann findet der Ball irgendwie den Weg ins Netz, keine Ahnung wie. Wieso schießt Carmichael in der Situation nicht? Das ist mir ein Rätsel. In der Situation auf Sally zu passen, der umgeben ist von zwei Leuten, ich meine, das ist halt auch an Dummheit kaum zu überbieten. So, McCloskey hat da ein bisschen Platz. Aber das ist halt auch miserabel. Das darf nicht passieren, dass der so in der Mitte durchkommt. 4-0 Schüsse schon für die Gegner. Kein einziger aufs Tor und trotzdem führen sie. Das ist halt wirklich. Naja. Mit hohen Bällen kommen wir halt bei Sally nicht weit. Das ist nicht unbedingt unser Spiel. Unser Spiel soll es eigentlich wirklich eher sein, defensiv stabil zu stehen und zu kontern, aber im Moment sieht das desaströs aus. Das war kein Rückpass. Sehr strange. Sieben zu eins Schüsse. Wir können einfach nichts rausspielen. Das ist wirklich gigantisch. Also 7-0 eigentlich. 8-0. Mal auf ausgewogen zurückschießen bei freier Bahn. Pass in die Tiefe. Ja. Also Parker bewahrt uns hier vor einem noch höheren Rückstand. Jetzt mal mehr fordern. Ich weiß echt nicht.
absolut nicht in der Lage sind, auch nur irgendwie Chancen rauszuspielen. 10 zu 0 Schüsse. Also das ist ein Desaster. Carmichael ist auch zu blöd. War nämlich eigentlich ein ganz guter Pass links raus. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. McNally schläft aber komplett. War eigentlich am Gegner dran. Bleibt dann plötzlich stehen bzw. ging wieder nach vor. Also total unlogisch. Mir leid, dass ich euch heute mit so schlechtem Fußball irgendwie beschäftigen muss. McNally mit Gelb. Also ich würde echt am liebsten, glaube ich, gleich alle rausnehmen. Auch da hätten wir jetzt wieder eine Konterchance gehabt. Alle schön mitgegangen und Sally passt zurück zum Torhüter. Also, es ist wirklich unpackbar. Abseits. Nicht mal. Jetzt bin ich irgendwie richtig sauer. Also durch die Bank weg schlechte Noten. Sagen wir mal aggressiv laut hier. Knowles ist frustriert, wenn ich seine Leistung sehe, verstehe ich das. Ehrlich gesagt, da bin ich ziemlich auch frustriert. Ich stelle jetzt beide auf Support. Wir könnten Glacken auf die 10 bringen, aber ich lasse es jetzt im Moment mal noch. Ich glaube, ich überlege auch noch, ob ich Lavery links bringen soll. Auf jeden Fall müssen wir da mehr unternehmen, um die Gegner jetzt mehr unter Druck zu setzen. Ich glaube, ich bringe gleich Lavery für Carmichael, der heute auch ganz, ganz schwach war. So, vielleicht jetzt die Chance über die Ecke mit McCloskey. Der segelt komplett durch. Gallagher gibt nochmal die Ecke. So, wir gehen wieder aufs Kontrollierte zurück. Eine Foul-Serie sind wir schon ziemlich arg eigentlich dabei. Also Paddy McNally stimmt, da müssen wir aufpassen. Also wir haben 12 zu 3 Fouls, das ist auch heftig. Liegt natürlich auch an dem aggressiven Pressing, was wir machen. Irgendwie sehe ich da echt keine Chance, wie wir hier was ausspielen. Ja, der Ball läuft unglaublich gut bei denen. 17. Saisontor von Joe Gormley. Man sieht, wie schnell sie sich da durchkombinieren. Also sehr direktes Passspiel. Wirklich gut gespielt. Ich drehe jetzt das Pressing runter. Irgendwie kommt mir vor, werden da halt die Lücken so groß. Ist die Frage, ob wir. Einerseits denkt man sich, Pressing ist auf dem Level ganz gut, weil der Gegner technisch nicht unbedingt in der Lage ist, Alter, sich zu befreien. Andererseits hast du halt echt wieder das Problem, dass die nicht wirklich wissen, wie sie stehen sollen, wie sie sich bewegen sollen, wie sie den Gegner attackieren sollen. Und dann hast du halt wirklich das Problem, dass die sich dann einfach so Lücken aufreißen durch dieses Pressing. Also so gesehen, das ist vielleicht auch nicht das Beste. Aber okay. Gut. Also jetzt spielen wir ein 4-2-4-System. Gehen insgesamt auch noch auf Offensiv.
Aber das sieht man schon relativ deutlich, dass wenn die Spieler, die sonst eigentlich so ganz gut performt haben, wenn die mal keinen guten Tag haben, du hast einfach keine Chance, irgendwie jemand Guten von der Bank zu bringen. 4:4 bei Ballymena gegen Crusaders auch heftig. Tracking, abseits. Das heißt, die sind da so ein bisschen die Hände gebunden. Kannst eigentlich nur die Besten reinwerfen und hoffen, dass wir jetzt eigentlich ganz, oder was eigentlich ganz gut funktioniert hat. Aber Fakt ist halt wirklich, du hast keine Chance dann wirklich einem Spiel groß die Wende zu geben. Und du hast auch nicht die finanziellen Mittel, da jetzt jemanden zu holen, der dir wirklich weiterhilft. Also deswegen ist auch das Potenzial hier nicht unbedingt das größte. Und deswegen möchte ich auch ehrlich gesagt, egal wie gut das Ganze hier noch ausgeht, nicht länger als bis zum Ende der Saison bleiben und schauen, dass ich so schnell wie möglich zu einem Profi-Club komme, wo du einfach ein bisschen bessere Strukturen hast. Viking jetzt mit dem Anschlusstreffer. Ja, seine Hereinnahme hat auf jeden Fall was gebracht. Am langen Pfosten war er frei. Ja, und jetzt können wir es nochmal versuchen. Wirklich ganz aggressiv. Boah, Miklowski. Schade. Interessanterweise, also jetzt warten wir die Chance noch kurz ab. Lavery, Riesenchance, schade. Interessanterweise spiele ich gerade mit dem VfB Stuttgart einen Multiplayer-Save mit einem Freund von mir und spiele da im 4-4-2 und das nach einem miserablen Saisonstart in der zweiten Bundesliga, jetzt ziemlich erfolgreich. Und ich habe schon ewig kein 4-4-2 mehr so richtig zum Laufen gebracht, aber witzigerweise funktioniert es da echt gut. McCloskey. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das da irgendwie ganz gut passt, weil wir die 10 eh nicht so wirklich zum Laufen kriegen. Jetzt hatten wir auf jeden Fall deutlich mehr Chancen und Sally tut es, glaube ich, auch ganz gut, wenn der vorne noch eine zusätzliche Anspielstation zur Unterstützung hat. Abseits. So, also wir werden hier jetzt verdient gegen Cliftonville verlieren. Level da noch mit dem Foul. Ja, also da werden wir auch zu Recht sagen, dass wir unzufrieden sind. Ist, denke ich, ja, absolut berechtigt gewesen, diese Niederlage. Also wir sind dann zwar gegen Ende noch aufgewacht mit diesen taktischen Änderungen, aber dann halt einfach nicht so, dass wirklich die Klasse da ist, um dem Spiel dann noch eine Wende zu geben. Und jetzt bin ich halt gerade echt im Überlegen, ob ich das nicht machen soll mit einem 4-4-2, weil Taggart funktioniert ja eigentlich auch nicht so wirklich gut auf der 10. Zwischendurch mal, aber halt auch nicht oft. Das wird theoretisch. Die Frage ist halt nur, Carmichael, Kläckhin wechselt ja. Er ist der siebte allerdings erst, also für dieses Jahr haben wir ihn noch. Harris hätten wir dann auch noch. Das eventuell wirklich so angehen. Wir können es, glaube ich, probieren. Mir ist auch Zielspieler. Frage ist, ob man Sally noch was anderes geben kann, nicht so wirklich. Die haben sogar eine Connection miteinander, finde ich irgendwie auch ganz cool. Knowles eventuell auf Support, dass wir da vorne dann auch mehr Anspielstationen haben. Und dann haben wir eigentlich hier vertikales Passspiel drin. Hinterlaufen braucht man, glaube ich, nicht unbedingt bei einem 4-4-2. Ja, wir können es mal probieren, würde ich sagen. Schadet, denke ich, jetzt nicht wirklich. Links hinten müssen wir jetzt umbauen, weil er hier leider für eine Sperre sorgt oder gesorgt hat. McCallum kommt wieder mit. Und dann haben wir diesen Pokal, den ich glaube ich nicht wirklich herzeigen werde. Das heißt, wir werden jetzt einfach noch ein bisschen scouten in dem Part. So, gehen wir nochmal generell auf die Leihliste. Sortieren wir vielleicht noch nach dem Marktwert, damit wir sehen, ob da wirklich jemand Gutes dabei sein könnte. Der bräuchte eine Pause. Der hat anscheinend zwei Spiele sogar schon in der Liga gespielt. Gibt es welche, die wir schon kennen? Gar nicht, okay. Ich überlege gerade, die ersten hier scouten sollen. Das Problem ist natürlich,
Das dauert, bis wir da was rauskriegen. Wie viele haben wir jetzt noch auf unserer Scout-Liste? Eh nur zwei, okay. Schauen wir mal die zwei kurz an. Nathan Holmes. Den würden wir kostenlos bekommen, links hinten. Aber wir haben kein Gehaltsbudget. Ich würde sagen, den werden wir einfach streichen von der Liste. Also und das Scouting können wir natürlich dann auch abbrechen. Und Tom Byron, der wäre schon interessanter. Könnte auch hier spielen, ist aber Rechtsfuß, okay. Der wäre nach, also ein inverser Flügelspieler. Bin ich jetzt nicht uninteressant, können wir mal die nächsten 6 Monate auf die Auswahlliste setzen. Und dann würde ich sagen, werden wir die hier, die ersten durchscouten. Mach mal die hier alle an. Scouting-Bericht anfordern. Das wird ja lang genug dauern, dass wir so vielleicht noch die ein oder andere Verstärkung bekommen. Schaut es generell noch mit den Verträgen aus, wo könnte man noch einsparen, wer verdient wie viel? Krauski, Parker, Knowles, Glendinning. Ja, Chris Slavery wäre halt wirklich wichtig, weil der verdient echt extrem viel. Aber den kriegen wir nicht von der Liste. Slavery hat einen Marktwert von 10.000. Ich würde ihn wirklich kostenlos hergeben. Einfach nur, um dieses Gehalt einzusparen, weil wenn wir 18.000 frei kriegen, das Einzige, was halt ist, Gehaltsbeitrag. Also ich zahle, was ist das Minimum? 60 Euro zahle ich dazu. Schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert, aber ich glaube nämlich nicht. So, Falconer gesperrt. So. Also Viertelfinale mit Ulster Cup ist aber, glaube ich, wirklich komplett uninteressant, weil wir da wirklich weiterkommen sollten. Ab Halbfinale könnten wir vielleicht schon reinschauen. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir in der Liga gut funktionieren. So, keine Angebote für Lavery, war ja klar. Ist keiner interessiert an ihm. Vertrag läuft im Sommer aus. Kann man den auflösen? Nee. In 22 Partien 10 Schüsse aufs Tor gebracht. Wow. Bei ihm endet das Probetraining. Ich werde ihn, glaube ich, einfach noch länger aufnehmen. Oh no, da gibt es schon eine Anfrage. Oh, das sind ja wir. Gut. Und Adam Mullen, der wechselt. Also den können wir auch von der Auswahlliste streichen, leider mittlerweile. Ja, es ist nicht einfach. Eigentlich können wir wirklich nur mit Laien arbeiten, solange wir mit dem Gehaltsbudget im Minus sind. Und Lavery werden wir nicht wegbekommen. Kein vernünftiger Mensch würde den jetzt, glaube ich, verpflichten im Moment. Wenn der keine Leistung zeigt, ist klar, dass du ihn nicht los wirst. Es ist ein Teufelskreis, ich sag's euch. Ohne das, Robinson würde jetzt den Vertrag unterschreiben. Wären wir bei 19.000. Die wir absolut nicht haben. Kann man versuchen zu verschieben und wieder einen McNally anzubieten. McNally verdient auch nur 14.000. Kann man halt die Ablösesumme kann man auf 0 runterdrehen. Aber das, auch das wird uns nicht weiterhelfen. Vielleicht kann ich ein bisschen auf mein privates Geld verzichten da in dem Spiel. Aber auch das wird nichts bringen. Aber im Pokal werde ich auf jeden Fall das 4-4-2 testen. Werde mal schauen, wie das da funktioniert. Weil ich glaube, dass Sally halt wirklich besser zur Geltung kommen würde, wenn der vorne Unterstützung hat. Und ja. Nee, ich wollte ihn nicht entfernen. Ich wollte ihn eigentlich gerade ansprechen, dass er selbst schauen soll, dass er wegkommt. Ganz, ganz verkackt jetzt. Haben wir sonst noch in der zweiten Mannschaft irgendwelche, die Geld verdienen, die wir abgeben könnten? Tag. Der Aaron Duke verdient 7,5. Auch schon längst auf der Transferliste für 0. Können wir nur wieder anbieten.
Der ist eigentlich sehr talentiert. Ich glaube, den werde ich jetzt in die erste verschieben. Leo Brown, den haben wir auch noch geholt, stimmt. Warum ist der in der zweiten Mannschaft? So, Richard Lee. Zentrales Mittelfeld nicht wirklich stark. Und Dylan O'Connor. Auch im Moment, oh, sorry, nicht wirklich gut. Also da sehe ich für die Transferphase jetzt auch irgendwie schwarz. Also ob ihr noch Ideen habt, also wenn ihr eine Idee habt, bitte ab in die Kommentare. Wir können jetzt nur schauen, wie es mit den Laien aussieht. Also ob wir da jetzt noch irgendwen kriegen. Da meinen Torhüter könnte man eigentlich streichen von der Liste, denke ich mal. Sind eh nur die beiden. Lee ragt heraus, Richard Lee. Danach haben wir den FC Lahn, also dritter, natürlich wieder ein heftiger Gegner. Dann hat man sie vielleicht mit dem 4-4-2 ein bisschen überraschen können. Ich muss mal kurz nachschauen, wie groß ist Kläckin da vorne drin? Ich glaube, auf den kann man auch nicht wirklich flanken, oder? Kläckin, ja, der ist 1,70. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da komme ich mit. Da habe ich halt das Problem mit dem Zielspieler, weil sie dann halt ständig einfach nur flanken. Mal flache Flanken drin, ja. Pass in die Tiefe werden wir halt wieder anmachen und dann schauen, dass das mit dem 4-4-2 irgendwie klappt. Überlege gerade, ob ich mich irgendwo bewerben soll, eigentlich schon langsam oder nicht. Ich glaube, im Moment macht es noch keinen Sinn. Gegen Ende der Saison können wir dann schauen. Ich möchte halt jetzt nicht rausgeworfen werden oder so, weil eigentlich läuft von unserer Leistung her noch immer ganz gut. Wir können auch mal kurz reinschauen, wie zufrieden der Vorstand eigentlich ist. Würde mich jetzt auch interessieren. So, jede Menge Berichte, nichts Spannendes. Verfügbar für die Reserve, wen könnte man verfügbar machen? Da wir eigentlich jetzt eh Zeit haben, würde ich sagen, werden wir mit der stärksten Mannschaft spielen. Das heißt, ich werde die hier alle verfügbar machen. Nächsten Spiel 90 Minuten. Ja, gut, wir spielen zwar unter der Woche, aber das wird, glaube ich, nicht so tragisch. Scouting-Meeting, keine Empfehlungen, ist natürlich großartig. Es ist nicht einfach. Aber das ist eh schön im Vergleich zu dem Malaga-Let's Play, wo es ja sehr gut läuft und wir jetzt auch den Aufstieg geschafft haben, dass du dann halt ein zweites Let's Play hast, wo du dich wirklich um jeden Punkt irgendwie fighten musst. Und das ist wirklich eine schöne Abwechslung im Kanal. Also wenn ich so zurückdenke, zum Beispiel letztes Jahr mit HSV und Arsenal, am Anfang noch Arsenal, war es ja dann tatsächlich so, dass wir eigentlich die gleichen Spieler gescoutet haben, weil die gleichen Spieler für uns interessant waren und irgendwie ist das jetzt halt wirklich mal was ganz anderes. Also ich hoffe, ihr seid da auch zufrieden. Apropos zufrieden, wie sieht es der Vorstand? 2-, also damit können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein, denke ich. Mal kurz reinschauen, was es derzeit so gibt am Arbeitsamt. Was sind die freien Trainerstellen? Also wir werden hier in der ersten irischen Liga, gibt es anscheinend ein paar Stellen. Müsste man mal schauen, der FC Shelburne. Sowas würde ich halt ganz gerne machen, weil die wären ein Profiklub in der ersten Liga. Und wie gesagt, bei Profiklubs hast du halt ganz andere Möglichkeiten. Wird wenigstens gut und oft trainiert. Semi-professionell, das ist dann nicht so interessant. Und wer sind die? Auch semi-professionell, sehr kleines Ansehen. Haben wir jetzt für ein Ansehen hier im Club? Gleich viel eigentlich. Aber es wäre ein Profi-Club und es wäre wieder eine neue Liga. Deswegen überlege ich ehrlich gesagt, Galway United ist generell nicht so schlecht, oder? Vierter, fünfter. Die kenne ich zumindest vom Namen her. Bewerb mich da jetzt mal. Verfahren bereits abgeschlossen. Beim FC Shelburne können wir uns auch noch bewerben, aber auch das ist bereits abgeschlossen. Haben wir sonst noch was?
Ja, das ist natürlich noch zu groß. Skybet League 2, Steve Bruce ist der Favorit. Das kann man ja echt nicht vorstellen, oder? Aber die haben ziemlich hohes Ansehen. Die werden wir auch nicht bekommen. Hallescher FC werden wir nicht bekommen. Was haben die für ein Ansehen? 3 Sterne, ja. Portugals zweite Liga. Noch deutlich mehr. Helmond Sport, das ist zweite niederländische. Auch deutlich mehr Ansehen. Aber die könnte man probieren. Ich glaube nicht, dass. Anscheinend haben die überall schon abgeschlossene Bewerbungsverfahren. Na gut, dann hilft ja nichts. Dann werde ich jetzt die Pokalpartie, ups, mal überspringen. Und wir werden uns dann im nächsten Partien mit den Duellen gegen Laren und gegen Glenavon, zwei Top-Clubs in der Liga. Mal schauen, ob es da dann hoffentlich wieder besser läuft. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dann.